Hallo, hallo, hallo! Wir werden heute ein Deo machen und eine Pflanze benutzen, die als Deo funktioniert. Und die werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Und ich möchte euch fragen, ob ihr vielleicht wisst, was für eine Pflanze man anschneiden kann und sich unter die Arme reiben kann und die dann als Deo funktioniert. Es ist wirklich sehr, sehr ausgefallen. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Diese Pflanze kann manchmal so klein sein. Und manchmal so sein und manchmal aber auch so sein. Hat jemand Ahnung? Tippt's mir unten rein. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Und jetzt starten wir mit dem Deo-Rezept. Also so ein richtig freakiger Gesundheitsnerd wie ich, der braucht ehrlich gesagt kein Deo, weil ich esse nur die Pflanzen so, wie sie vom Feld kommen, wie sie aus dem Garten kommen. Und da stinkt halt nichts, so, weil das alles good stuff ist. Und das einzige Mal, wenn vielleicht was stinkt, ist, wenn ich sehr viel rohen Knoblauch oder auch gekochten Knoblauch gegessen habe. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass nicht jeder so verrückt ist und sich so einfach ernährt wie ich. Und dementsprechend braucht man ja hier und da vielleicht mal ein Deo. Und deswegen machen wir jetzt eins. Alles, was du dafür brauchst, ist Kokosöl, Salz, Natron und Speisestärke und natürlich ein Gläschen, in das du das fertige Deo nachher reinfüllen kannst. Die Mengenangaben stehen wie immer in der Infobox. Und jetzt noch so ein paar Tipps nebenbei. Wenn dein Kokosöl noch fest ist, dann kannst du es entweder in ein heißes Wasserbad stellen oder kurz in die Mikrowelle. Und dann lässt sich das auch viel, viel besser mit den anderen Zutaten verrühren. Am besten du tust das Kokosöl zuerst rein und dann alle anderen Sachen. Und dann rührst du so lange, bis sich alle Zutaten miteinander gut vermischt haben. Nimmst dein Gläschen herbei, füllst es ein, stellst das Gläschen dann in den Kühlschrank und rührst alle 2 bis 3 Minuten einmal um, damit sich das Salz und das Natron nicht am Boden absetzen. Und dann hast du dein fertiges Deo. Damit die Konsistenz fest bleibt, würde ich es in meinem Kühlschrank lagern. Allerdings macht das für die Wirkung überhaupt gar keinen Unterschied, ob es jetzt fest oder flüssig ist. Das liegt einfach an der Raumtemperatur. Und wenn du das Deo in flüssiger Form aufträgst, dann würde ich es einmal vorher umrühren oder einfach schütteln. Beim Auftragen achte darauf, dass du wirklich nur einen ganz, ganz dünnen Hauch von dem Deo benutzt, weil das sehr, sehr potent ist und dementsprechend nicht so eine richtig dicke Schicht braucht. Also viel hilft in diesem Fall nicht viel, sondern macht einfach nur ölige Achseln und du willst ja einfach nur geruchsfreie Achseln. Also, nicht zu viel nehmen. So, jetzt wird es Zeit für unsere mysteriöse Deo-Pflanze. Also beim Klopfen hört die sich so an. Und wenn man dran reibt, hört die sich so an. Und aussehen tut die so. Das ist eine Kartoffel. Und ja, Kartoffeln funktionieren als Deo. Einfach nur aufschneiden und dann frisch aufgeschnitten unter die Achsel reiben und dann tust du sie am besten mit der angeschnittenen Seite nach unten in ein Glas, was luftdicht verschließbar ist und da bleibt sie dann lange frisch. Falls die Seite unten angetrocknet sein sollte, kannst du einfach wieder ein Stückchen vorwegschneiden und sie wieder benutzen. Ich weiß, es ist sehr, sehr funky, aber also ich meine, einfacher geht es ja quasi gar nicht. Wenn es für dich funktionieren würde, wäre das doch großartig. Und wenn nicht, dann machst du halt was anderes. Dann probierst du halt das Deo-Rezept aus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vergiss nicht, mich zu abonnieren und mir einen Daumen hoch dazulassen. Bis zum nächsten Mal.